Aber wenn man das da jetzt mittig platzieren, das heißt, das Ganze wird dann doch drei breit. Aber dann werde ich das anders machen. Scheibenkleister. Wir machen das auf eine Seite. Es ist ja nicht immer mittig, wenn die da stehen, oder? Ist das immer mittig? Schwierig. Hätte ich doch noch einen zweiten machen sollen? Nee, nicht so wirklich. Nee. Das machen wir anders. Ach. Mach ich ein Bücherregal oder sowas dahin. Oder ich verkleide das, ich weiß es noch nicht. Alter Schwede, das ist ein Schmerz, ne? Ist auch das Schöne, ich dröhne mich jetzt mittlerweile schon seit Ewigkeiten hier mit Schmerzmitteln zu. Und wir wissen, wie das ist. Schmerzmittel, das addiert sich. Das heißt, ne, kann man sich hinstellen, kann man es erzählen. Das wird nicht besser, sondern das wird dann schlimmer, weil das dann entsprechend mal noch irgendwann nachlässt. Ja, Schmerzmittel reichen nicht Ewigkeiten. Nein, nicht wirklich. Gebrannter Ton. Nee. Ich bin gerade am Gucken nach etwas, was wir da nehmen können. Ich hätte, glaube ich, gerne Eisen. Ich habe doch noch Eisen. So eine Eisenplatte? Naja, so eine Eisenmünze ist doof. Warte mal, da vorne ist was. Jetzt brauche ich natürlich 9 Stück. Naja, egal. So. Ist natürlich nicht shiny genug, ne? Aber das ist egal, das ist egal. Natürlich das ganz dünne, bitte. Wir könnten auch Gold sonst nehmen. Ja, doch, da müssten wir Gold nehmen. Habe ich den Gold irgendwo? Ich habe auf jeden Fall eins hier in der Truhe gesehen und ich glaube im Bankschließfach. Kann ich daraus einen Goldblock machen? Mit einem Goldblock sieht das natürlich noch schöner aus. Ist halt schade, dass die Textur da halt so verrostet, dreckiges Metall nur zeigt, ne? Das reicht mir. Und dann werkeln wir doch gleich mal. So. Ach, genau, das sieht doch schon viel besser aus. Hallo? Hallo? So. Natürlich auch hier, weil wir nicht so viel davon verschwenden möchten, so dünn wie möglich. Jetzt ist nur die Sache, was nehmen wir denn? Ja. Das ist auch. Entschuldigung, wenn ich wie so ein alter Mann hier manchmal klinge und irgendwie so vor mich hinjammere und lächze und stöhne. Es lässt sich echt nicht beschreiben. Also, ich habe mal irgendwann vor langer, langer Zeit mir die Haut von den Knochen abgeschält an meinen Fingern und ich meine das genauso, wie es ist. Ich habe an praktisch vom. Also so ein Finger besteht ja aus 3 Fingergliedern. Ne? Da hat man ja das oberste, wo die Fingerkuppe ist, dann das mittlere und dann das untere. Und ich habe praktisch von dem letzten an, also praktisch das Mittelstück und die Fingerkuppe, waren komplett bis zum Knochen ab. Also praktisch, wenn ihr eure Hand so vor euch haltet und ihr guckt in die Handfläche rein, dann praktisch das die erste, also zwischen unterem und mittlerem Fingerglied beim Zeiger- und Mittelfinger, von da an bis hoch zur Fingerkuppe. Hatte in Glasscheiben damals gepackt, ein bisschen doof verhalten, dann doof reagiert an der Stelle, anstatt einfach locker zu lassen und halt nicht die Hand zurückzuziehen vor lauter Schreck und einfach die Hand da zu lassen. Weil man sich geschnitten hat, hat weggezogen mit einer doofen Bewegung und dadurch habe ich dann praktisch mich da geschnitten und dann halt bei der ruckartigen Bewegung mir von da an von dieser Stelle vom mittleren zum untersten Fingerglied, von da bis hoch halt einmal die Haut komplett abgezogen, abgehobelt, wie auch immer man das nennen möchte. Hat nicht wehgetan. Hat absolut nicht wehgetan, wenn das jetzt einer denken möchte. Also von mir so, das hat wehgetan. Nö, hat's nicht. War ja nichts mehr da, was wir tun konnten, ne? Alle Nervenbahnen waren ja durchtrennt. Das war das erste Mal, dass ich meinen Knochen gesehen habe.
Ich muss auch sagen, ich möchte das nicht wieder haben. Es hing dann alles noch vorne an der Fingerkuppe dran. Ich habe dann noch so ein bisschen gespielt, weil ich dachte so, hey, ich war total unter Schock. Ich war total baff. Weil ich dann nur die Hand, das war halt schon halbwegs dunkel, und die Hand auf einmal merkte ich, sage ich nur mit so einem Halbdunkel, wie irgendwie was Dunkles an meiner Hand runterläuft, so Richtung Ellenbogen. Ich so, Alter, was ist das und warum zur Hölle ist das warm, ne? Und dann, damals gab es wirklich nur diese normalen Handys, also praktisch diese schweren Handys mit kleinem Display, ohne Farben, ohne alles, wo man keine Fotos mehr machen konnte, gab es damals noch nicht die Möglichkeit. Und damit dann hat das kurz angemacht, das Display, und damit irgendwie mit dem Display kurz geleuchtet und dann so guckt so, hä, kann ich sehen? So die Hand ein bisschen anders gehalten und dann die Hand so nach unten gehalten, die Finger nach unten, dass die Finger nach unten gezeigt haben. Und dann auf einmal klappte das nur weg und baumelte dann unten vorne an den Fingerspitzen und ich hing nur so. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Ne? Kumpel war damals dabei gewesen, waren zusammen unterwegs, der fing nur an zu schreien. Das werde ich nie vergessen. Wie der angefangen hat zu schreien, ey. Alter Schädel. Das war. Ja, und ich hing nur so: Scheiße, was machen wir? Was machen wir? Und dann so: Ja, okay, wir holen jetzt einen Rettungswagen und dann fahren wir ins Krankenhaus. Eieieiei, das war. Puh. Ich war so am Rettungswagen dann so von wegen: Ja, Mensch, zum Rettungssanitäter. Was können wir denn da jetzt machen? Nehmen die das denn wieder an? Also, das kann ich jetzt nicht sagen, das sieht schon ein bisschen heftig aus, ne? Im Krankenhaus dann gewesen, Notaufnahme, der Typ da, der Notarzt, guckte sich das an. Aha, okay. Oh, nee, verunreinigt ist nichts, kein Dreck drin oder sowas, kurz gereinigt hat das trotzdem ja. Nahm eine Schere, guckte mich so an, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Merken Sie irgendwas? Ich so, nee, ich stehe total unter Schock noch, ne? Also, okay, schnipp, schnipp, also abgeschnitten, ich nur so, Alter! Alter, ne, so gar nicht drauf klar gekommen. Ja, dann haben die da entsprechend meine Finger abgeschnitten. Das war ein Scheißgefühl, ey. Das war echt richtig, richtig kacke. Ja. Gibt Schöneres auf jeden Fall, möchte ich sagen. Ja. Und ich wollte nur sagen, also da, worauf ich eigentlich dabei hinaus wollte bei dem Vergleich, das war echt übel. Also das hat vom Zusehen mehr wehgetan, als es wirklich wehgetan hat, weil es hat überhaupt nicht wehgetan. Wie gesagt, war ja alles weg. Das einzig Schlimme, und das war das Schmerzhafteste, was ich bis dato, außer mal einer kleinen Blinddarm-OP, aber die war nicht so dramatisch, was ich bis dahin als Schmerzhaftes hatte, war der Heilprozess. Der Heilprozess ging zig Wochen lang, kann man sich ja vorstellen, wenn das alles weg ist. Und seltsamerweise, wo mein Arzt nur meinte, ja, das ist halt dem zu schulden, weil ich war nicht so alt wie jetzt, war ein bisschen jünger, er meinte, wir haben halt Glück, dass sie noch recht jung sind, meinte er zu mir damals, und die Zellregeneration bei ihnen dann noch mehr oder weniger in vollem Gange ist. Denn außer ein paar Narben, also man muss sich vorstellen, praktisch die Fingerkuppe bis teilweise ins mittlere Fingerglied hinein, also nur aber teilweise, ist vernarbt. Aber auch noch in einem Maße, wo man sagt, ja, das ist in Ordnung. Und das ist heftig. Ich habe davon noch nicht mal damit gerechnet, dass ich überhaupt wieder einen Tastsinn habe. Erste Zeit danach war das auch wirklich so. Ich habe die erste Zeit, als das halbwegs geheilt war, keinen großartigen Tastsinn gehabt. Das hat sich alles ganz seltsam angefühlt und irgendwie fremd. Und ich wollte auch nicht so wirklich sehen, dass das mein Finger ist, weil mein Finger sich halt, man fährt sich öfters mal mit den Fingern so gegenseitig so über die Finger so rüber, ne, wenn man irgendwas macht und so. Und wenn sich das jetzt auf einmal durch diese ganzen Narben halt komplett anders anfühlt, dann ist das schon so ein bisschen komisch. Ja, dann denkst du dir so, was zur Hölle ist jetzt hier los? Ja, aber ja, schon krass irgendwie. So, wir machen mal hier das. Und ich habe zum Glück das hier aufgehoben. Das heißt, wir machen mal das. Und dann das. Genau. Und ich muss mal kurz ins Bettchen. Genau. Ja.
Vor allem das Schöne ist, es gibt da diese komischen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie diese Gitter heißen. Ich weiß nur, die wurden halt immer draufgelegt auf das. Weil ich musste ja jeden Tag, egal welcher Wochentag, musste ich jeden Tag zum Verband wechseln, ist ja auch klar. Weil es hat erstens geblutet wie Schwein, kann man sich ja vorstellen, ne? Wenn man sich mal einen Finger geschnitten und weiß, wie doll das blutet. Und wenn man sich dann vorstellt, wenn das alles weg ist, wie Schwein doll das blutet. Ich habe auch relativ viel verloren, aber zum Glück meinten die, ginge es wohl noch so. Die hatten erst noch überlegt, ob sie mir halt Blut geben, aber es ging wohl auch so. Ja, kann man sich hier so hinstellen. Das ist gut, das ist echt gut. Mit dem Buch in Hand. So, kann man nachschauen. Ich finde den echt gelungen, ey. Jupp, das ist gut, das gefällt mir. Ja, aber tja, wir können hier unten dann auch wieder so eine Zielleiste machen, finde ich. Achso, nee, geht nicht, weil, ja, ist ja schon. Und hier drumherum? Nee, wir wollen nicht zu viele Zierleisten machen. Der Zierleistenwahn des Zogger. Ja, nein, auf keinen Fall. Und das ist halt so dieses komische Wundschutzgitter, was halt da reingelegt wird, damit halt bei solchen offenen Verletzungen, wenn das, du musst ja wieder zuhören, ne, die Zellen regenerieren sich ja da oder wachsen halt nach, kann man ja so bezeichnen. Und damit das halt nicht fest wächst, der Verband, wird dann halt so ein Gitter draufgelegt, ja. Ich sage immer Wundschutzgitter dazu, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ist halt irgendein besonderer Begriff, aber wie gesagt, keine Ahnung. So, und trotz, dass es nicht einwachsen sollte, ist das jeden Tag eingewachsen. Mein eigentlicher Hausarzt war genau zu dem Zeitpunkt eine Woche lang im Urlaub. Das heißt, ich musste zu einem anderen Arzt. Damals habe ich noch auf dem Land gewohnt. Ein Dorf weitergehen. Ja. Das war so gut, dass nicht mehr der Arzt hatte sich das nur kurz angeguckt. Dann hatte ich dem das kurz erzählt, was passiert war. Und dann hat er gesagt, ja, da kümmern sich dann halt meine Arzthelferin um sie. Ist ja nichts Traumatisches, ne? Ist ja okay. Allerdings war das Schwester Rabiata, wie man immer so schön zu dieser Art von Personal sagt. Die Gute, oder auch nicht Gute, hat das einfach komplett abgerissen. Ich natürlich am Schreien gewesen, weil so, wow, weil mittlerweile ja schon die Nerven enden wieder an, ne? Fängt das alles so an. Es hat richtig, richtig schön wieder komplett alles voll geblutet. Also ich habe geblutet wie ein Schwein, was man gerade abgestochen hatte in dem Moment. Genau, eigentlich mal der weniger wie in dem Moment, wo ich mir das Zeug abgeschnitten hatte. Jo, und danach kam man dann erst auf die Idee, ich weiß gar nicht, das war so eine etwas dickflüssigere, es war dickflüssiger als Wasser. Da hat man so eine Schale gefüllt, da musste ich dann jeden Morgen, wenn ich dann zum Verband wechseln gegangen bin, musste ich da meine Hand drinnen liegen lassen. Ja, also praktisch wurde der Verband komplett abgenommen, sodass nur noch die Finger da waren mit diesem Wundgitter drauf. Weil es halt jeden Tag eingewachsen war. Und dann musste ich das da reinlegen. Ich dachte dann erstmal, weil ich hing da, die hatte die Schüssel hingestellt und meinte so, ja, Zogger, jetzt müssen sie das da, die Hand da reinlegen. Ich so, das brennt jetzt oder so oder irgendwie sowas. Und sie so, nein, keine Panik, das brennt nicht auf keinen Fall, ne, das ist extra dafür und so. Und ich so, okay, aber normales Wasser würde ja schon brennen und so, ne. Und ich musste mich echt mega überwinden. Hab dann die Hand reingelegt und es hat wirklich nicht gebrannt. Das war dann so, oh, okay, danach war das dann egal, die anderen Tage, aber den Tag war das echt so ein bisschen, musste man halt mal gucken, wie man das hinkriegt. Und dann, ich weiß gar nicht, teilweise manchmal 20, 15 Minuten musste ich dann da warten, bis das so weit eingeweicht war, dass es sich dann ohne großartigere Probleme lösen ließ. Also es war immer noch irgendwo fest an einer Ecke, aber es blutete dann nicht mehr ganz komplett und zumindest, weil das ist ja, wenn das dann fest wächst und man reißt das dann einfach ab, dann ist ja das Gewebe, was wieder neu regeneriert wurde, wird ja gleich dann zerstört dabei, ne? Deshalb, das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Ich wollte mit der Umwelt machen, aber nee, machen wir nicht. Und das hat Ewigkeiten gedauert. Ich hatte solche Schmerzen. Ich habe die auch da Hammer-Tabletten bekommen, schlechthin. Ich war so zugedröhnt die ganze Zeit, damit ich das irgendwie dann schaffe, weil das war heftig. Ich konnte teilweise nachts nicht einschlafen vor Wundheilschmerz, habe ich das dann immer genannt. Aber es ging. Und wie gesagt, bis auf diese, wenn man im Verhältnis dazu sieht, wie groß der Schaden an den Fingern war, verhältnismäßig kleine Narben und dadurch, dass ich noch Tastsinn habe, also
gut, da wo dieses Narbengewebe ist, natürlich nicht so richtig, aber ansonsten eigentlich sehr gut und die Finger sind doch fast komplett beweglich. Also ich kann die Finger nicht so stark zusammen machen, also zum Beispiel links, ne, an der linken Hand, was ist an der rechten? An der linken Hand ist es so, wenn ich die Finger zusammen mache, also so praktisch so die Finger ausgestreckt und dann die Finger zusammenklappen, ohne sie aber zu einer Faust zu ballen, dann kann man die Finger ja unten an das unterste an unterste Fingerglied und an den Handballen oder an diese Stelle, wo der Finger in die Hand übergeht, kann man die Finger anlegen, ja? Also zumindest das sollte der normale Bewegungsrahmen sein. Das kriege ich mit denen nicht hin. Das ist aber auch nicht weiter dramatisch, das ist ansonsten in Ordnung. Aber so viel dann dazu. Also von daher, Schmerzen bin ich da schon gewohnt, bloß das jetzt hier mit dem Rücken, das ist eigentlich nochmal eine ganz andere Güte. Na gut, genug von Schmerzen geredet, wir haben auch ein bisschen was geschafft, zum Glück. Einen tollen Brunnen, einen tollen Thron und wir werden da auch, glaube ich, noch weitermachen mit der Kirche oder Kathedrale, dass wir es weiter schaffen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, seid schön vorsichtig bei dem, was er macht, ne? Und falls ihr Ähnliches erlebt habt, irgendwie mal, wegen ich habe mal irgendwie beim Skaten mir den Arm gebrochen, der Knochen guckte raus und keine Ahnung, septischer Schock, keine Ahnung, irgendwie sowas. Schreibt mal ruhig rein, was euch so passiert ist, was ihr da bisher so alles erleben durftet, erleben musstet und was da euch so widerfahren ist. Das würde mich echt mal interessieren, ich finde das immer ganz interessant. Also wie gesagt, wenn ihr möchtet, schreibt das ruhig in den Kommentaren. Wenn nicht, lasst es. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dahin, euer Mr. Zucker.